Das mit der Capture Card hat sich erstmal erledigt. Das habe ich erstmal auf Grundeis gelegt. Ich hatte sie da, aber habe sie direkt wieder zurückgeschickt. Hat einfach nicht meinen Wünschen entsprochen. So, aber schauen wir uns das Spiel an. Nip darf hier doch leider als CT starten. So, Dizzy war da eben noch AFK. Kommt jetzt nach mit Grenz. Osmo legt Box an. Nate geht der Serie. Freeback hat aber schon viel Schaden gefangen. Rampe wird ein bisschen Druck gemacht. Aber es scheint wohl Halle reinzugehen. Wo ist Kirby? Oh, in der Main schon. Und Simon schon unter Cat fast. Also sehr viel Platz hat die gerade Nip. Faculty, sorry. Aber für Flan kann der Free oh, Frag machen. Und Forrest auch. Scheinbar doch Rampe gegangen. Jetzt schieben sie. Jetzt vielleicht der Halle Go. Nein, nein, jetzt splitten sie Rampe. Kirby kommt da meiner Meinung nach zu spät. Er braucht viel zu lange. Westland-Spieler holen sie aber noch. Sehr schön. Boah, Dizzy ist sehr sauber. Macht da zwei. Jetzt 2-2. Asmo. Nein, sorry. Kirby und Disruptor. Aber Getright ist das wahrscheinlich immer da am Fenster. Im Aquarium. So ein Posi ist nicht bekannt. Aber Bombe könnte gelegt werden. Kirby im 1 gegen 2. Hat da eigentlich eine ganz gute Position. Weiß, wo beide sind. Schön vorgehemmt. Aber Getright mit dem Gesicht. Krasser Schuss von ihm. Schade, dass da mit der overpowerten Clock nicht reinging. So, muss ich noch fix gucken. Wo der Frick gefallen ist. Ach, da. Wurde sich wahrscheinlich einfach nur Schlitz angelegt und dann Gesicht gefangen. Vielleicht ein bisschen unglücklich. Vielleicht hätte Kirby auch in der Main eher mal was machen sollen. Vielleicht kurz Halle faken und dann Rampe gehen. Wäre vielleicht besser gewesen. Schade halt, wie gesagt, dass man den First weggefangen hat. Trotzdem eine ganz okay Runde, würde ich mal meinen. Oh, und wir haben Flaggen. Was Neues hier. Heute in der ESEA. Wir haben auch Teamnamen. Das freut mich. Schauen wir mal, ob die Admins jetzt wirklich mal hinbekommen, das einzustellen. Oder vielleicht automatisiert. Ich weiß es nicht. Wäre natürlich noch besser. So, Exist mit P25, mit Max 7 da am Geben in der Box. Mit seinem Move, der pusht echt immer Pommes rein. Darauf könnte man sich eigentlich mal einstellen, die ganzen Teams. Mal gespannt. Ich glaube, gegen den Very Games und gegen den ESC kann er sowas nicht spielen auf Nuke. Mal gucken, ich bin mir ziemlich sicher, dass er das später nochmal macht. Also dann mit M4 halt reinpushen. Jo, wir haben auch Zahlen an den Avataren. Das ist sauber. Also da wurde echt einiges gefixt. Auch hier diese Westensymbole da an den Nix, an den Avataren. Alles ganz hübsch. Oh, was ist das denn schon wieder für eine Smoke? Hey, die geht durch die Wand. Ich verstehe sowas nicht. Das ist eigentlich ein Bug, ist es ein Feature? Ich weiß nicht. Also es dürfte normalerweise nicht sein. Das war ja, glaube ich, nicht mal ein 1-6 so, dass durch solche dicken Wände die Smoke geht. Boah, und Getrad lackt sich da aus nach einem mit der HE und dann im Headshot. Abgang jetzt runter, sieht man endlich mal First Refrag gesetzt. So, der Go war natürlich obvious, dass da noch eine Rampe kommt. Deswegen für Flan gut aufgepasst. Simon unten Spielraum. Getrad pusht hinterher. Den Frick könnte er vielleicht setzen. Da war wieder, glaube ich, das Duell eben mit Exist und Asmo. Und Simon. Oh, lucky. Asmo gewinnt das Duell, aber schon Low HP. Schön auch gemoved davon, Flan. Schön nochmal den Mini-Step. 3-0 Nip. Ah, da fängt man zu viele Frags, natürlich. So, Geld ist nicht vorhanden, heißt noch eine Eco. Danach geht's in die Waffen. Die wirft eine Smoke. Ja, schöner Boost.
dem kleinen Türvorsprung. Die Pommes wurde gesmoked. Jetzt gibt es die Fläche über Dach. Und wahrscheinlich... Ich weiß nicht, wo man jetzt hingeht. Ob Schacht oder... Boah, Exist, ey. Schade, Mann. Man hat sich auf jeden Fall was überlegt in der Eco. Das Main rein. Och, kriegt Headshot, fällt aber nicht. Mantis hat sich da eine AK stibitzt. Pump ist aber eh frei, da die Bombe schon in der Box ist. Schön von Simon noch einen gemacht. Da wird die Eco fast knapper hier als die Equipped von vorhin. Cat wird aber auch schon abgedeckt. Ja. Da hat auch Mantis keine Chance. Einfach viel zu gute Pose bei Forest. 4:0 für Nip. Aber wie gesagt, das war eben eine Eco. So, jetzt baut man wieder um. Mit dem ersten Hit. So, schneller Aufbau über außen. Get right da am Todi. Oh, wie er da noch den Flick kriegen kann. Man wollte anscheinend wieder splitten. Oh, Get right auf 6 HP runtergeschossen. Von dem anderen Außenspieler, von Kirby. Der weiß wahrscheinlich auch, dass er dort ist im Eck. So, jetzt der Rampe-Go. Dizzy. Ach man, den muss er doch machen. Asmo, ich glaube, wieder Pommes aufgepasst. Also anscheinend wissen sie das auch, dass Exist da immer pusht. Gut drauf eingestellt. Oh, schöner Headshot von Kirby. Kann jetzt sagen, Halle frei. 3 gegen 3 Situation. Richtig knappe Runde. 2 Spieler mit extrem low HP auf beiden Seiten. Gute Smoke jetzt für Faculty. Oh, zum Glück die Bombe noch durchgekommen. Oh, jetzt gibt es aber einen schnellen Retake. Kirby hat noch viel HP. Das kann er eigentlich sogar machen. Oh, aber guck mal, wie extrem gut Nip das spielt. Da wird nicht einfach dumm reingefahren. Oh nein, was Main auf? Och, er dreht sich nicht um. Alter, aber krasse Runde von Kirby. Wie viel hat er den gemacht? 3K. Ach man, bitter. Aber wie enorm abgeklärt Nip das gemacht hat. Hat einfach Spieler droppen lassen. Die beiden anderen haben einfach abgedeckt. Und den T halt kommen lassen. Richtig gut gemacht. Trotzdem Kirby und nochmal schöne Headshots gegeben. Wenn er da Main guckt, rüberzieht, vielleicht einen Strafe-Schuss noch mitgibt. Ist das vielleicht die Runde? Somit 5:0. Mittlerweile kann man aber auf jeden Fall so gut wie jede kommende Runde kaufen. Wenigstens ein was Positives am Verlieren. So, man baut doch wieder um. Spielt da was Neues. Diesmal zu viert außen. Mantis allein im Vorraum. Gefällt mir zwar nicht so ganz, wie er da steht. Wenn da gepusht werden würde, wäre da auf jeden Fall relativ fix Matsch. So, jetzt die Smokes außen. Get right. Ist diesmal schon am Abgang. Also auch hier wird variiert. Boah. Ist unter Bedrängnis. Es kann mindestens 3 Spieler oder so ansagen. Mantis hat aber im Vorraum das Duell gewonnen. Schon wieder gegen Exist. Also der stirbt heute so oft immer. Als erstes. So, jetzt war die Überzahlsituation für Nip. Für Faculty. Boah, wie knapp das schon wieder war. So, Tuntu. Das kann man holen. Man hat sogar den HP-Vorteil. Aber man ist schon wieder eingekesselt. Was ich in so einer Situation immer gut finde, wenn man viel Zeit hat, einfach nochmal außen rumschieben. Ah, schade. Oh, nice von Asmo. Wusste er anscheinend auch, dass da einer ist. Und jetzt nur noch dagegen für Flan. So, geht man jetzt wirklich nochmal zurück. Ja, sehr schöner Move. Wie gesagt, mag ich sowieso dann nochmal einfach hochzuschieben. Ich meine, der Weg ist natürlich nicht nur für die CTs schnell, sondern auch für die Ts. Und wenn man einmal die CTs unten gebunden hat, ist es natürlich sehr schwer, dass sie wieder hochkommen. Oh, jetzt der Plan zum Cat. Okay. Hatte man wahrscheinlich Angst, dass er einfach, dass er über außen dann kommt oder so. So, da wurde auf jeden Fall schon mal gesteppt. So, spätestens jetzt wissen sie auch Bescheid. Schon nochmal die Leiter runtergeflogen. Eine Flash gibt's, beide legen direkt an. Und da ist die erste Runde für die Deutschen, für Faculty. Mit 2 Waffen überlebt. Was ganz okay ist. Die kann man jetzt auf jeden Fall legen. Somit ist man ja noch relativ gut voll equipped. Nip auf der anderen Seite
Wow, hat gar nicht so viel Geld. Wenn man sich's mal anguckt, wenn sie jetzt die Runde verlieren sollten, würde da direkt eine Eco anstehen. So, wieder anderer Aufbau. Also es gefällt mir im Weg. Effekt hier variiert, aber das variieren sie nicht gut. Und jetzt der Push vorum. Boah, das ist so gut von Nip. Ich glaube, das machen sie immer, wenn sie eine Runde verlieren, dass sie die Folgerunde immer direkt pushen. Ich glaube, das ist ein Pattern. Mir fällt gerade das deutsche Wort nicht ein. Krass, mir fällt es gerade echt nicht ein. Aber ja, wie gesagt, das machen sie, glaube ich, immer. Ist mir auf jeden Fall schon mal aufgefallen. Schade, dass Faculty sich da jetzt nicht drauf eingestellt hat. War halt wieder Weltklasse gemacht und Nip holt auch alle Spieler direkt weg, verlieren keinen einzigen Mann. 6:1 und das ist natürlich Worst Case jetzt für Faculty. Runde gewonnen, Runde verloren, heißt Eco. Immerhin wird es nur eine werden. Muster. Ja. Muster. Ja, was ist Muster? Gibt es eigentlich noch ein anderes Wort? Standardverhalten oder so. Verhalten irgendwie so. Ja. Ja, doch, Muster ist, glaube ich, ganz okay. So, aber die Smoke ist wirklich immer. Also, ganz ehrlich, mich würde mal interessieren, schöne 4K von Freeberg. Mich würde mal interessieren, ob das schon reported wurde oder schon mal von irgendeinem Pro beanstandet wurde. Ich meine, es ist ja irgendwie ganz lustig, weil man dann sich extrem viele Smokes und lustige Sachen basteln kann. Genauso wie diese Smoke hier auf der Box, dass man dann als City hier wunderbar reingucken kann. Das ist den Anschein halt aus City-Sicht, dass man hier, dass der Terror was sieht, aber wenn der Terror allein schon hier steht, hat er nur Rauch vom Gesicht und sieht halt einfach mal gar nichts. Würde mich mal interessieren, ob das schon irgendwie reported ist und in der Mache. So, Faculty wieder Außenpush und diesmal steht Mantis auf jeden Fall besser gegen den Push. Nip spielt das aber nicht. Getrad wahrscheinlich wieder am Abgang. Legt da direkt an. Oh, und geht diesmal nicht weg. Direkt legt direkt das Duell. Hat aber auch Support gehabt, glaube ich. Ja, von Forest. Faculty wieder unten. So, da wieder einer am Abgang. Da an der U-Bahn. Schöner Refrag. Unterzahl trotzdem. Oh Mann, das bindet da zwei Leute. Schöne Smoke noch für ihn. Schade, dass sie nicht wissen, dass da unten gerade frei ist. Was machen sie? Sie warten noch ab. Könnten vielleicht über... Ja, okay, sie gehen Schacht hoch. Oh, und jetzt sieht man letzter gegen drei. Boah, trägt von allen Seiten... Boah, sieht gut an. Das ist dieses Teamplay. Das ist einfach so krass sahnig. Der... Oh. Ihr habt es ja gesehen, der oben schießt, geht direkt weg, der CT reagiert instant. Da kam wahrscheinlich nicht mal die Ansage, oder sie kam halt instant, trotzdem wird ihn natürlich, zieht direkt rum, macht ihn. Keine Probleme. Für Nip leider. Ich glaube Nip, ich weiß nicht, also mit diesen straighten Goes hat Nip natürlich immer relativ easy. Bin ja generell ein Freund von Fakes und gerade auf Nuke, wenn man da so schnell hin und her schieben kann, zwischen oben und unten mit dem Abgang, dann kann der halbe Weltreisen antreten. Die CT ist enorm verwirren. Ja, immerhin laufen die Ekos relativ okay. Gut, die eine vorhin, da wurde man weggestrahlt an der Tür. Jetzt aber ein Frag vorhin, war auch eine ganz solide Eco dabei. Da kann man sich eigentlich nicht beklagen. So, mal schauen, was wir jetzt mal noch im... was Faculty noch im Petto hat. Vielleicht ein schneller Halle-Go, hat man auch noch nicht gespielt. Also man hat echt hier noch Taktiken, das gefällt mir auf jeden Fall schon mal. Go geht's. Gute Gegenfläche. Alle Faculty-Spieler, auf denen ich gerade war, waren blind. Boah, jetzt auch die weiteren Hits. Oh, Nip steht also auch gegen Halle Rush gut. So, da ist auch Ramp direkt frei. Gut eingenommen von Asmo, aber das wird halt
relativ wenig bringen, denn die Bombe ist, glaube ich, sogar Halle down. Jetzt wieder der Push von Exist. Asmo gegen 5. Viel Spaß. Ja, wird auch jeden Moment wahrscheinlich sogar gespottet. Mit Timing sogar. Keine Chance. Eine erneute 5er Runde. Schon die zweite hier in dem Spiel. Und vor allen Dingen schöne Aufteilung. Jeder hat einen Frag bekommen. Ganz brüderlich geteilt. Ja, wie gesagt, man macht's Faculty einfach. Man macht's Nip aber auch echt immer zu einfach. Jetzt ohne Faculty irgendwie schlecht reden zu wollen. Es ist ja gut. Also sie haben recht immer viele Taktiken. Das kann man ihr auf jeden Fall zugute heißen. Sie versuchen immer was Neues, immer was anderes. Das gefällt mir auf jeden Fall. Trotzdem bin ich der Meinung, dass. So, jetzt gibt Nip mal ein bisschen mehr Risiko ein außen. Kann da auch keinen Frag kassieren, aber vorhin gab es wieder den Push. Also man lässt sich da natürlich auch zu leicht pushen. Oh, schöner Headshot von Kirby. Macht heute wirklich ein gutes Spiel. 2-on-2-Situation, dennoch HP-Nachteil. Forrest mit der Ab am Loch. Ach man, das tut schon irgendwie weh. 11-1. Ach, einfach mal ein Fake. Irgendwie ein Fake spielen. Aber ist natürlich auch schwierig, jetzt da irgendwas aufzuziehen. Dann will man mal faken und dann pusht halt Nip direkt wieder vor. Aber was man zum Beispiel machen könnte, ist außen einfach mal smoken. Ich meine, wenn Forrest da steht, vor allen Dingen einen irgendwie dahin schicken, also vorher halt smoken zu zweit, zu dritt, dann einen irgendwie durchschicken durch die Smokes, der wird ja dann schon irgendwie nicht sterben. Und dann einfach mal einen nur außen haben. So, da liegen jetzt aber auch wirklich schlechte Smokes, muss man sagen. Guck mal, da hat Forrest immer den Blick. Natürlich trifft er auch die Schüsse, aber trotzdem kann man sich da natürlich einfacher machen. Jetzt endlich mal wieder eine 2-on-2-Situation. Und diesmal ist Kirby, also wirklich einer der Besten heute wirklich. Gewinnt immer in den entscheidenden Situationen auch das Duell. So, wieder für Flan hatte ich vorhin auch das 1-on-1. Oder 1-on-2. Oh, dieses Timing einfach so ekelhaft. Und Kirby... Keine Chance einfach. Wenn es wenigstens noch 3 Runden werden würden. So, schauen wir mal die Stats an. Ja, bestätigt mich hier auch. Oh, 5 oder 8 Viewer. Scheinbar hat man ja wirklich am Relay. Also man hat sich hier scheinbar wirklich weiterentwickelt. In der ECR. Das ist doch schon mal positiv. Also wieder verstärkt außen. Diesmal lagen die Smokes anscheinend besser. Also sie haben die Fehler immerhin erkannt. Ah. So, man kommt runter, aber ich glaube, unten ist schon der Frag gefallen. Ja. Und da hat halt der Refrag eben gefehlt. Oh, da stehen sie sogar zu zweit. Was ein geiles Doppel da von Nip. Oh, aber da räumt auf einmal Mantis auf und Asmo. Wieder ein 2-on-2. So, und jetzt endlich mal planten. Oh, unten wird angelegt, da wird angelegt. So, jetzt vielleicht Kirby. Sehr, sehr, sehr starker Spieler heute. Und Kirby macht's. Nice. Bester Mann einfach heute auf dem Server. 12-2 Stats. Oh, gewinnt hier die zweite Runde für Faculty, die sie vielleicht noch ein bisschen am Leben hält dann als CT. Mit der Pistol kann man da wirklich nochmal ein bisschen rankommen. Vielleicht ein zweistelliges Ergebnis oder eine zweistellige Rundenzahl vielleicht noch machen. Eine dritte Runde wäre natürlich super. Ach, aber... Also man... Sie kassiert so oft die Frags. LOL. Ist da den Frag machen? Also ein 1-6 hätte er ihn niemals gesehen. War das... Ah, jetzt würde ich gerne mal die Frags angucken. Ich habe nicht darauf geachtet, ob das durch dieses Blech da
Boah, nice. Schöne Headshots von Simon. Auch er setzt meinen Akzent. Aber es bleibt halt nur bei einem. Ich weiß nicht. Man sieht ihn doch ganz gut anscheinend. Scheinbar der Terror hier sogar hat den Nachteil, wenn er hier Füße zielt. Ganz komische Pose, müsste man mal austesten. Ja, also positiv bleibt festhalten auf jeden Fall die taktische Vielfalt von Faculty. Was mir dann aber halt nicht so gefällt, ist, man schenkt Nip einfach auch viel zu viel die Fracks. Die First Fracks hat man viel zu oft kassiert, gerade gegen die AWP, die man doch eigentlich mit besseren Smokes wegsmoken kann. Oder vielleicht dann, wie gesagt, also erstens das und zweitens, wie gesagt, ein Fake habe ich gar nicht gesehen. Das wäre vielleicht nochmal ein Mittel gewesen, um hier noch 2, 3 Runden mehr zu holen. Wobei man natürlich auch sagen muss, wie viele Two and Twos waren das? 2, 3, glaube ich, mindestens, wenn nicht sogar 4, hat man alle abgegeben. Also auch sowas kann natürlich andersrum laufen. Boah, nice Movement von Forest. Und Faculty pushen außen hoch. Boah, geile Taktik. Simon legt außen an, jetzt gibt's die Fläche, jetzt ziehen sie raus. Let's go. Einfach alle Mann raus. Ah, die Fricks fallen nicht. Eine jetzt. Oh, die sieht schon low. Oh, da kassiert man durch die Smokes. Mantis legt noch an. Schöner Headshot gegen 3. Oh, die Nate. Die Nate tut leider nicht weh. Friebeck hat doch schon Halle eingenommen. Ah, wenn er jetzt Main kommt, ist es... Ah, er kommt von hinten. Hat aber gesteppt. Mantis hat ihn gehört. Komm, Headshot. Ach. Gibt dem leider nicht. 14-2, aber coole Taktik. Respekt an Faculty an der Stelle. Schön innovativ. Die Smoke hat ihn da auf jeden Fall... Ja, hat ihnen nicht geholfen. Also klar kam die wahrscheinlich von Nip. Da hat er auch einer, glaube ich, eine Smoke dabei. War da nämlich auf jeden Fall ungünstig für Faculty. Aber trotzdem, schöne Taktik, auch gute Flash von Simon da. Damit rechnen dann als CT als Terror natürlich überhaupt nicht. Wenn da außen einer kämpft am CT Rot, dann denkt man natürlich, der ist allein. Aber man spielt es einfach nochmal. Warum auch nicht? Leider ist nur einer außen. Simon hat sogar auch wieder eine Flash. Aber Nip ist halt schon Rampe durch. Der Außenspieler, wer ist das für Flan? Der spielt es halt auch so enorm gut. Spielt es einfach nur auf Abfuck, auf Spotten. Faculty ihrerseits spielen es auch gut. Schleichen jetzt raus und haben dadurch vielleicht sogar die Chance, den Flan zu töten. Den ersten macht er. Oh, zweiten macht er. Asmo dann mit dem Refrag. So, müsste jetzt schon relativ klar sein, dass Nip unten ist. Bomb has been planted. Hä? Wie ist er da in Runde gefallen? Nicht mal ein HP verloren. Ah, schön. Gute Eco aber. Nächste Runde muss man eine E kaufen. Bin ich auch auf die Waffenwahl gespannt. So, ein AK kann natürlich nützlich sein, aber Forest schon von hinten. Mit MP7. 15-2 der Spielstand. Boah, und das Spiel ging sogar... Boah, wir haben jetzt vielleicht 20 Minuten, 25 Minuten vielleicht maximal und das Spiel ist schon fast vorbei. Also ein sehr, sehr schnelles Spiel. Hoffen wir mal, dass Faculty hier noch ein paar Runden holt als CT. Zu wünschen wäre es ihnen auf jeden Fall. Was ist das eigentlich für ein komisches Steam-Bild da bei Mantis? Boah, da gibt's... Das habe ich schon mal gesehen bei Dizzy, dass er da oben aufschießt. Genau, dann wird außen geflasht. Und dann zieht einer außen, glaube ich, rum. Ah. Wieder blind. Da geht aber auch irgendwie nicht rein. Wer war das? Forest? Er hat eine 41. Komische. Simon war da auf jeden Fall drauf. So, erstmal den Grund noch an. Oh, diese Steps von den CTs aber auch immer. Das sieht nicht gut aus. Diese Runde da nach oben was. Mann, das wird von hinten gepusht. 32 HP noch und da ist es vorbei. 12-2. Was eine scheiß Zerstörung. Ach, ich hätte mir echt ein bisschen mehr erwartet. Aber wie gesagt, Nip einfach zu stark da.
Trauma Faculty wirklich keinen großen Vorwurf machen. Tja, da war es so schnell vorbei, wie es auch angefangen hat. Tut mir auf jeden Fall leid. Trotzdem haben sie auf jeden Fall noch Chancen, in die Top 4 zu kommen. Die Top 4 ist gerade mächtig umkämpft. 3 Teams oder 4 sogar haben da einen Punktestand von 15, glaube ich. Also sind relativ nah beieinander. Da geht noch einiges in den nächsten Tagen. Es sind noch es sind noch einige Spiele. Es ist noch nicht so, dass es schon vorbei ist. Aber es neigt sich natürlich dem Ende. Morgen gibt